Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 11. September 2017? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Stier. Was erwartet gerade die Stiergeborenen? Die neuen Möglichkeiten, neue Chancen sind etwas begrenzt. Es kommt auch etwas von Vergangenheit und es schränkt auch ein gerade die Stiergeborenen. Entweder sind es Erinnerungen oder eine Person von Vergangenheit. Wichtig ist bei den Stiergeborenen hier und jetzt sein. Was Vorteil ist für die Stiergeborenen gerade die Gespräche? Und was Vorteil noch ist, etwas verabschieden, loslassen, trennen, kündigen oder etwas zum Ende bringen und da klare Entscheidungen treffen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen kommt in die kommenden Tagen etwas in Bewegung und auch mehr Leichtigkeit. Bei vielen Zwillingsgeborenen ist wichtig gerade die berufliche Situation. Und da möchten sie etwas verbessern oder beruflich verändern. Die Zwillingsgeborenen haben auch gerade eine gute Zeit in die Liebepartnerschaft. Die Gespräche laufen nicht so gut, das führt zu Missverständnissen. Und bei einigen Zwillingsgeborenen ist gut gerade umziehen oder Gedanken machen, wohnlich etwas verändern, aber noch keinen Vertrag unterschreiben. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch wichtig der berufliche Aufstieg. Die Krebsgeborenen möchten beruflich etwas erreichen oder brauchen Anerkennung gerade. Die Gespräche, die Termine, Verhandlungen oder Verträge sind gerade sehr gut für die Krebsgeborenen. Bei kleinen Veränderungen haben die Krebsgeborenen Glück, bei größeren Veränderungen sind noch Hindernisse. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist gerade Spannung und Nervosität. Sie sollen lieber abwarten, in den kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen sind Veränderungen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse oder eine Überraschung. Das bringt die Jungfraugeborenen aus dem Gleichgewicht, weil entweder haben noch Ängste von dieser Veränderung oder sind noch Unklarheiten da. Die Gespräche sind sehr gut und die Jungfraugeborenen haben gerade sehr viel Kraft und auch Mut. Bei einigen Jungfraugeborenen kann auch eine erbschaftliche Situation handeln und da sollen sie eher zurückhaltend sein. Heute habe ich auch eine extra Aufnahme gemacht über Erbschaftsenergie und das trifft die Skorpiongeborenen gerade und auch die Jungfraugeborenen, natürlich nur diejenigen, wo gerade Thema Erbschaft haben. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist eine gewisse Unsicherheit. In den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung, mehr Leichtigkeit. Heute sollen die Waagengeborenen intuitiv handeln und auf ihren inneren Stimme vertrauen. Unterstützung kommt von außen und das bringt heute Glück bei den Waagengeborenen. Wichtiges Thema ist in die nächste Zeit Finanzen, Werten und auch das Selbstbild aus eigenem Selbstwertgefühl. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist gerade unbeweglich. Die sollen aber auf inneren Gleichgewicht achten und auch auf den Gefühlen. Gefühlen zeigen, Gefühlen auch annehmen. Eine kleine Reise ist möglich und da kommen auch Kontakte und die Skorpiongeborenen sollen in die nächste Zeit um die Finanzen kümmern.
Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen kommt ein Einfluss von außen und das bringt Glück für die Schützengeborenen. Sie sind trotzdem noch etwas unsicher und wichtig ist abwarten. In den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung. Sie erkennen in den kommenden Tagen etwas ganz genau und sie werden auch in die Richtung schauen. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung, schöne Gespräche und sie haben gerade ein gutes Gefühl und sie spüren ihre Kraft. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sind gerade Einschränkungen und Unbeweglichkeit. Wichtig ist abwarten, in kommenden Tagen kommt mehr Glück, mehr Leichtigkeit. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist alles stabil. Sie sollen aber auf ein Gespräch achten, genau zuhören oder die Gespräche suchen, weil das hat gerade eine Wichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Sie verlieren die Kraft oder die Orientierung. Das macht etwas unsicher, die Wiedergeborenen, besonders wenn es um Veränderungen geht. In den kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit. Wo die Wiedergeborenen eine gute Zeit haben, das ist die Liebepartnerschaft. Die Gespräche und Verhandlungen können auch etwas unklar erscheinen für die Wiedergeborenen. Diese kosmische Energie beeinflusst unser Leben, beeinflusst unseren Alltag, aber wir können das auch maßgeschneidert anfertigen. Bei jedem Einzelnen wirkt es noch ganz speziell. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Dazu benötige ich natürlich die genaue Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und dann kann ich die einzelnen Tage oder bestimmten Termine sogar mit Uhrzeit, wie das alles verläuft, genau beschreiben. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Wenn das schnell gehen sollte, oder wenn es um Kartenlegen handelt, bin ich auch telefonisch in mein Hotline erreichbar. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.